Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Ja, wir haben in der letzten Folge ja hier den Flughafen weitergebaut und auch das Gepäcksystem hier, was wir jetzt hier anschalten können, kann ohne Verbindung zu einer Parkposition und einem Check-in-Schalter. Hat das schon eine Verbindung zum Check-in-Schalter? Wir tun jetzt einfach die Seite hier nach hinten verbinden. Dann passt das schon. So. Dann kriegen die... Kann ich verbinden, wenn... Oh, ist das doof. Kann ich dich wenigstens schon hochfahren? Nee, dafür brauchst du auch wieder was Komplettes. Ah, oh, ist das bescheuert. Wo ist das Trucky-Truck-Ding? Schieb den zurück. So, jetzt kann ich dich offiziell starten. Zählt hier noch Personal? Aber das sollte ja dann jeden Moment ankommen. Dann können wir dich auch gleich hier zurückfahren. Warten die gerade auf, dass das Flugzeug reinfährt? Schalter benötigt zum Betrieb zusätzlich Personal. Heißt zu wenig Ramp Agents? Ha, ich habe viel zu wenig Ramp Agents. Das war von der drastischen Regulierung. Ich hätte gerne noch zwei Administratoren. Wo sind denn die Grünen da? Ramp Agents. Ich brauche gute Ramp Agents hier. Eieiei, was kriege ich denn da für Personal rein? Sicherheitsbeamte nehme ich auch gerne. Guter Ramp Agent, den brauche ich. Ramp Agent, nehmen wir noch. Oho, das war ein guter Ramp Agent. Jetzt beschwert er sich nicht, bedeutet, er sollte gleich mal Mitarbeiter kriegen. Wo kommt die Kuh jetzt her? Kann ich den... Hier wenigstens... Yes. Nein! Habe ich verpasst, scheiße. Das ist halt echt Timing, ne? Zu schauen, wann welcher Flug weg ist. Und wen was? Jetzt muss bloß der Ramp Agent endlich auftauchen. Hier ist keiner mehr. Ah, nee, die habe ich schon zugeschaltet. Kann es sein, dass irgendwie... Alter, ich habe zu wenig Flug... zu wenig Sicherheitsbeamte und immer noch zu wenig Red Engine. Das kann es doch jetzt ernsthaft nicht sein, dass ich viel zu wenig Mitarbeiter habe. Zu wenig Sicherheitsbeamte. Was habe ich zu wenig? Fluggastbetreuer. Wo sind denn diese Fluggastbetreuer? Schau mal, hier sind doch ganz gute. Nee, aber warte mal, das sind die Eingestellten von mir. Scheiße. Fluggastbetreuer. Sicherheit. Anstellen und anstellen. Wie viel hat denn Stand hier? Sicherheitsbeamte. 8 Stück, die fehlen. Holy shit. Ramp Agents. Anstellen. Sicherheitsbeamte anstellen.
Vielleicht muss ich ein bisschen meine Erwartungen senken. Den Rest tue ich doch erst ablehnen hier. Den Haustechniker nehme ich aber noch. Den Fluggastbetreuer nehme ich auch auf jeden Fall. Die hier auch. Den Hausmeister kaufe ich mir auch noch. Den Rest wieder ablehnen. Schaut aus, Alter, 101 Leute schon in der Mitarbeiterszene. Fluggastbetreuer sind schon wieder Mangel. Was jetzt alles Mangel gerade? Fluggastbetreuer und natürlich Sicherheitspersonal. Wie immer. Sicherheitsbeamte einstellen. Du wirst auch eingestellt. Fluggastbetreuer, ihr zweite werdet auch nochmal eingestellt. Sagt mir nicht, dass es schon wieder einen Mangel gibt. Wie lange sind wir fort? Hier sind so viele Leute mittlerweile. Sicherheitsbeamte. Nein, dich nehme ich sicher nicht, dich auch nicht. Ramp Agents. Ich brauche Ramp Agents so oder so immer. Vor allem bei der steigenden Anfrage. Fluggastbetreuer. Du bist gut, du kommst mit in mein Team. Na, du eher weniger jetzt gerade. Hausmeister habe ich zu wenig. Du, ich habe da ein paar gute in der Liste drin stehen. Ramp Agents. Wie geht das? Wo sind die Ramp Agents? Fluggastbetreuer anmelden. Alter, ist das ein übles Feld gerade. Ich hätte nie so groß bauen dürfen. Sicherheitsbeamte. Ramp Agent. 24 Jobs. Pff. Was habe ich denn falsch gemacht, ey? Als ob die schon wieder... Also irgendwie habe ich das Gefühl, da fehlen die Ramp Agents. Kann das sein? Wo bleiben denn die? Transit. Small Service Car Stop. Lass mich gerade, ich brauche Service Cars. Oh, ich mache gerade wieder mein ganzes Zeug kaputt. Kaufen. Servicefahrzeuge. Gib mir mal 4 Stück oder sowas jetzt bestellen. Dann hätte ich gerne noch keine Treppenbusse, sondern Bordverpflegung, Bordreinigung. Habe ich Bordverpflegung schon? Reinigung von Flugzeugkabinen. Ich würde sagen, wir erhöhen mal hier für auf 2 und hier erhöhen wir auf 3. Sobald er zahlt, jetzt. Wie geht das? Ey, es waren 2 Sekunden. Jetzt. Endlich. So, jetzt bin ich zufrieden. Ey, das ist ein Hoch und Runter hier an diesem Flughafen. Ich habe hier keine Service-Car-Mitarbeiter. Das ist das Problem. Kommen diese Service-Cars jetzt irgendwann nochmal an?
Es müssten ja 3000 Fahrzeuge sein, die ankommen jetzt. Sind die schon da? Servicefahrzeuge sind da. Was ist dann hier das Problem? Ist es, weil es auch keine Sicherheitszone deklariert ist oder was? Wahrscheinlich ist es echtes. Warum kann ich das nicht als Sicherheitszone definieren? Ich habe verkackt. Würde ich mal sagen. Ich muss denen wahrscheinlich eine Bodenstruktur geben, wo sie drauf laufen können. Ah ne, brauche ich einen großen. Ich gebe denen jetzt zwei Wege hier rein. Baumeister, wo seid ihr? Die kriegen von mir gleich nochmal mehr. Ich check das halt noch nicht so ganz, aber wird schon irgendwann funktionieren. Hauptsache am Ende haben wir eine Sicherheitszone, wo die langlaufen können. Sicherheitszone, Sicherheitszone. Bedeutet, die können dann da vorne langlaufen. Dann müssten die doch mit dem Servicepersonalfahrzeug jetzt dahin kutschieren können, oder? Sehe ich das falsch? Wir brauchen hier endlich Mitarbeiter. Ach, jetzt kommt angerannt, flitzt die Ramp Agents. Zwar anders wie erhofft, aber okay. Macht euren Dienst. So, okay, jetzt muss ich hier noch einen Vertrag unterschreiben. Ich hätte gerne hier ein bisschen früher Vertrag unterschreiben. Eieiei, wo ist die Nahrung? Sky Garden. Happy Pick. Nature Fuel. Catering-Dienst zum vernünftigen Preis, sondern wir decken auch alle Bedürfnisse ab seit über 50 Jahren. Was sagt Happy Pick? Seit 2014. Happy Pick ist ihr lokaler Lieferant von Lebensmitteln. Wir sind vielleicht nicht der größte, aber definitiv die besten. Es darum geht, ihre Rohkostbedarf pünktlich von lokalen Bauern zu liefern. 55 Cent pro Lieferung. 94 Cent. Der Kette liefert 2000 pro Lieferung. Nur 1900. Es tut mir leid, aber pro gelieferten Lebensmittel, das ist teurer. Ich würde bei dem unterzeichnen. Fordere zusätzliche Lebensmittel an. Schau, müsste ja gleich dann mal ein Lieferservice ankommen. Richtig? Ich sehe auf jeden Fall viele LKWs. Schaut mir nach der Lieferung aus. Die gleich mal in Stau verursachen. Füll das Lager auf, Jungs. Dann können wir gleich mal hier noch Flugzeug Catering aktivieren. Und
Kommt da jetzt ein Catering Service mal? Yes, Catering Service. Haha, Catering Service, ab geht's, Jungs. Unterm Tunnel durch. Wo bleibt der Catering Service? Catering absolviert. Perfekt. So wollen wir das. Catering ist super. Ich hab gedacht, ihr nehmt die blöden Parkplätze hier, die ich gebaut habe. Extra für euch. Ist ja ein Horror. Jetzt baut ihr in die Scheiße und die nutzen es nicht. Ich muss denn hier vorne noch Sitzplätze und alles machen. Ich muss auch das ganze Ding hier verbessern. Vor allem Klos müssen wir bauen. Ich würde diese großen Klos jetzt hier bevorzugen zu bauen. Deswegen kopieren wir die. So wie es ist und setzen die an einen Ort, wo die hinpassen. Ich würde die einfach hier so hin platzieren. Und dann machen wir das jetzt so. So, Toilette. Definiert hier. Und ich glaube, ungefähr so war es definiert. Wie war das hier? Jetzt umgedreht. Und dann noch, muss ich nochmal auf Kopiermodus gehen. Hab das Ganze genommen. So hingedreht, wie es musste. Und dann haben die Toiletten reingebaut, genau. Und dann konnte ich gucken, das hier ist die weibliche Toilette. Und das ist die Männertoilette. Dann tun wir hier noch den Boden rein. Wo ist denn der Boden wieder? Hier teils, schwarz natürlich. Nicht verwischen, weil dann gehen wieder die Toiletten weg. Aber wir können die direkt mal öffnen. Dann sind hier nicht schon mal Toiletten erreichbar. Das ist schon mal vorteilhaft. Ich hoffe mal, dass wir Plus machen, aber es schaut gut auf jeden Fall nach aus. Wir sind noch nicht ins Runtergerutscht irgendwie. Und es scheint echt gut zu laufen aktuell. Bin mal gespannt, wie es mit dem Catering ist. Aber Catering scheint gut gebraucht zu werden. Ich bin erstaunt. Wie läuft es mit dem System hier hinten? Schon mal unterirdisch. Hin geht's, zurück geht auch, oder? Es geht dann hier rein. Kommt dann hier durch. Zack, zack. Und wird geteilt. Perfekt. Jetzt müsste ja auch mal irgendwas ankommen, oder? Da unten. Wie schaut's denn aus? Das ist noch falsch gebunden. Schauen wir mal. Richtig gebunden, richtig gebunden, richtig gebunden, richtig gebunden und auch richtig gebunden. Perfekt, die sind jetzt alle auf den Flugplatz da unten registriert sozusagen. Der holt jetzt die Sachen hier ab. Müsst ihr nicht erstmal die Flugzeuge leeren, Leute? Wäre das nicht irgendwie schlau? Ich habe irgendwie das Gefühl, die vergessen die, dass da auch Sachen raus müssen. Was ist denn das für ein Fahrzeug eigentlich schon wieder? Ist das Reinigungsteam gewesen? Reinigung, ja. Würde mich interessieren, hier passt doch irgendwas nicht, oder? Boarding hat nicht begonnen. Nicht angefragt. Kann es sein, dass wir dafür die blöde Brücke brauchen?
Fahrzeuge, schauen wir mal. Ah, ich habe schon so viel Fahrzeuge, ich brauche eigentlich noch mal ein Lager, ne? Wir tun das mal abreißen. Was haben denn die alle vor da? Dann brauche ich für die Fahrzeuge natürlich noch einen neuen Unterstand. Wo war denn das jetzt schon wieder? Bin ich jetzt blöd? Oder fällt es unter Flughafen? Fällt sicherlich unter Flughafen oder sowas hier. Hier. Parkgebäude. Platzieren hier nochmal welche und bauen dann hier eine dementsprechende Straße noch an. So. Teuer, aber es lohnt sich bestimmt. Vor allem, wenn hier sieht, anfangen Fahrzeuge zu shoppen. Wo ist denn das jetzt wieder hier? Treppenfahrzeug, Uload. Größere Vögel befördern kein kleines Gepäck, wenn du ein Fahrzeug zur Abfertigung von Gepäcken und Großraumflugzeugen benötigst, erfüllen. Hier kleine Carrier, Förderbandfender. Hätte ich gerne 4 Stück von. Hätte ich auch gerne 4 große Pull-Fahrzeuge. Nochmal 2 Pushback-Fahrzeuge. Sollte dann fürs erste gleich passen. Parkplätze sind auf jeden Fall fürs erste da. Und schon fahren sie los. Aha. Scheiße, ich habe da einen Fehler gemacht. Sicher. Da kommt er nämlich. Stellt sich schon hier hin. Und das war's. Hä, die kommen nur hin und fahren wieder. Ihr werdet doch nicht nur jetzt da hinfahren und dann nichts machen. Die werden doch einen Sinn haben. Bitte, 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 bitte. Der steht jetzt hier nicht umsonst. Gepäck ausladen nicht angefragt, aber schon her. Ah, die laden das jetzt so auf, aha. Jetzt habe ich schon große Push-Fahrzeuge angefragt, blöde Frage. Tonnenweise Gepäckschlepper sind jetzt hier drin. Förderband. Ich bestelle jetzt schon mal. Ich bin gerade voll im Kaufrausch, ich weiß. Förderter Treibstoff. Erstens, ich will 2 von den großen haben hier. Holen wir die. Und dann hätte ich gerne... Was benutzen denn wir am meisten aktuell? Das Schwarze, ne? Das ist ein Schwarzer. Also, nicht so, aber... Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Ich bestell mal 3 von den großen hier. Ich bin mal gespannt, ob hier was passiert. Gepäck ausladen nicht angefragt. Warum fragen die denn keine Gepäckausgabe? Die Parkposition zu Park ist mit kleiner Gepäckausgabe verbunden. Daher keine... Oh lol. Es gibt eine größere Gepäckausgabe? Sag nicht. Wo? Zu B und Entland. Wo steht denn da klein? Diese Parkposition zugeordnete Parkverladestation ist mit keiner Gepäckausgabe verbunden. Daher. Was?
dieser zugeordneten Parkposition zugeordnete Park. Oh, nö. Warte mal. Weil das nicht dem hier auch zugeordnet ist und dem da hinten zugeordnet ist, funktioniert es nicht. Jetzt sollte es funktionieren. Ich Idiot. Sagen wir mal, hier kommen gleich bestimmt Flugzeuge an. Wir reparieren schnell die Parkflächen. Muss nur 2 Sekunden warten. Was war denn das jetzt? Da kommt schon eine größere Maschine wieder. Was? So. Ausladen. Gepäck ausladen läuft. Jetzt hat's her. Jetzt kommen auch die Tanker. Stellt er das hier auch an? Alter, jetzt geht's richtig rund hier am Flughafen. Jetzt wird auch endlich Gepäck ausgeladen. So schaut's aus. Jetzt kannst du mal richtig abgehen. Schau dir das an. Schauen wir mal, ob dem hier das auch passt. Gepäck ausgeladen von der großen Maschine. Yes! Schauen wir uns das mal an. Jetzt müsste er dann hier. Jetzt kommt ein zweiter Tray. Er stellt sich auf. Jetzt hängt es kurz. Und er stellt sich hin und dann ratatatatata wird es ausgeladen. Ich finde es schade, die verwenden nur das vordere. Ah, das war sehr cool. Hier geht es jetzt voll ab am Flughafen. Dann wird abgeliefert. Na gut, Leute, aber ich schweife schon wieder ab. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir hoffentlich das Ganze noch ein bisschen verbessern und verfeinern können. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.